Wir schicken ein Bewertungsverfahren in das Rennen, wenn es darum geht, die Spreu vom Weizen zu trennen, hier insbesondere gute Anleihen von schlechten Anleihen. Mittelständische Unternehmen müssen sich verstärkt über den Kapitalmarkt finanzieren, weil die Banken eben nicht mehr so dürfen, wie sie gerne wollen. Es liegt an der Regulatorik, an dem Gesetzgeber. Und in dem Zusammenhang, wenn dann diese Anleihen auf den Markt kommen, kommt es ganz besonders darauf an, die Bonität des Unternehmens einzuschätzen, als auch die Qualität der Anleihe. Genau dafür haben wir ein ganz spezielles Verfahren entwickelt, was auf die mittelständischen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Und damit sind wir bereits Marktführer in Deutschland. Wir schaffen in zweierlei Hinsicht einen Mehrwert. Einmal für die Emittenten, also für die mittelständischen Unternehmen, die sie am Kapitalmarkt eindecken müssen. Weil mit unserer Beurteilung können dann, sofern die Beurteilung positiv ist, können dann die mittelständischen Unternehmen auf andere Investoren zugehen und sagen, schau mal, der Marktführer, der hat uns bewertet, gewichtet und für gut empfunden und deswegen ist die Anleihe in den deutschen oder europäischen Mittelstandsanleihenfonds als Investment vorzufinden. Ganz wichtig, weil auf die Art und Weise haben die Emittenten die Möglichkeit, verstärkt andere institutionelle oder Profianleger anzusprechen. Auf der anderen Seite schafft es einen Mehrwert für die Investoren, die in den deutschen Mittelstandsanleihenfonds investiert sind. Das sind hauptsächlich Privatanleger. Denn Privatanleger verfügen in der Regel nicht über diese Messinstrumente, auch nicht über die Informationen, über die Expertise, um eben hier die Spreu vom Weizen zu trennen. Und hier lassen wir den Anleger den Einblick in unsere Arbeit zu. Pulsfühlung dürfen die machen. Und das schafft dann Mehrwert auf der anderen Seite bei den Investoren, weil sie wissen, in was investiert wird. Ja, und mit einer jährlichen Rendite von über 4% ist es dann schon ein attraktives Investment, bedeutsam besser als Sparbücher oder andere Festzinsanlagen, wo man noch nicht mal mehr 1% bekommt. Die Innovation ist auf Grundlage meiner Kreditexpertise entstanden. Ich habe festgestellt, dass die Banken nicht mehr in dem Maße den mittelständischen Unternehmen Kredit geben dürfen, wie in der Vergangenheit, wie vor 10 Jahren. Und deswegen müssen viele mittelständische Unternehmen auf den Kapitalmarkt, um dort die fehlenden Finanzierungsbausteine eben einzudecken. Da wirkt dann auch wieder das Regelwerk, denn häufig werden mittelständische Unternehmen dann von den Ratingagenturen beurteilt, die ihrerseits auch wiederum von dem Gesetzgeber mit Prozessen verordnet worden sind. Also wie muss das umgesetzt werden? Viele Ratingagenturen oder die meisten müssen mit sogenannten Schablonen arbeiten, für die Industrie durchaus in Ordnung. Für mittelständische Unternehmen, die meistens in der Nische mit einem hochgradig spezialisierten Geschäftsmodell erfolgreich unterwegs sind, leider fatal. Weil wenn durch die Schablone durchgeschoben wird, werden Risiken und Chancen abgeschnitten. Und das führt dann im schlimmsten Falle dazu, dass gute Mittelständler schlecht beurteilt werden, bekommen kein Geld, dass schlechte Mittelständler zu gut beurteilt werden und die kriegen Geld. Und deswegen haben wir dieses Konzept entwickelt. Es geht darum, eben die guten Mittelständler von den weniger guten Mittelständern zu unterscheiden. Aus Salzwasser Süßwasser zu machen, damit das Thema Wasser wirklich als eine wirklich der knappsten Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.